Und damit, Kinder, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass DLC. Und heute schauen wir uns den Stachy Cup ab. Und zwar die Stadtrundfahrt in Madrid, der Rosalina Eisplanet, Bowsers dritte Festung und der Regenbogen Boulevard von der Wii. Stadtrundfahrt Madrid. Es wird zu episch, Guys. Und wenn ihr von Mario Kart 9 irgendwann nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Da werdet ihr nämlich auch benachrichtigt, wenn das dann irgendwann mal da sein sollte. Wir starten rein. Natürlich fahren wir mit Peachette, einem der wunderbaren neuen Charaktere aus der letzten Welle. Es wird wundervoll. Ihr wisst Bescheid, ich mag Stadtstraßen, auch wenn sie alle irgendwie gleich aussehen. Aber im Grunde sind sie wunderschön. Oh, let's go, sind wir direkt schon erster. Oh, das wäre so schön. Einfach ein Riesen-Wriggler. Hallo. Okay, es scheint auf jeden Fall wieder eine entspanntere Strecke zu sein mit nicht so vielen Kurven. Aber keine Ahnung. Das kann sich auch rapide ändern. Gibt's irgendein... Ich habe keine Ahnung von Madrid. Gibt's in Madrid irgendein krasses Museum oder so mit Kunst? Ich habe wirklich keine Ahnung. Das war schon die erste Runde? Okay, jetzt bist du auf jeden Fall kürzer. Das springt mir direkt in mein geschultes Auge. Oh, der Wriggler ist wach geworden. Guten Morgen. Junge, kannst du beim nächsten Mal nicht ein bisschen langsamer fahren? Ich wollte hier schlafen. Ja, tut mir leid. Und wir springen in den Stadtgarten? Ich hab sowas von keiner... Oh, Wasserfontänen. Und... Huh. Ich dachte, das schießt uns jetzt voll nach oben. Einmal durch das Brandenburger Tor, nur nicht in Brandenburg. Okay. Oh ja, das ist sehr lecker. In welche Richtung geht's lang? Nach rechts. Wie gesagt, ich hasse diese komischen, durchsichtigen, transparenten Pfeile der Stadtstrecken. Die hier, ich finde, die sind einfach... schwer zu erkennen. Aber das ist auf jeden Fall eine ruhigere, entspanntere Strecke. Und ich finde die Strecke ehrlich auch nicht so gut. Fußballstadion? Gibt es in Madrid ein Fußballstadion? Interessant. Und wieder nach draußen hier. Und hier kommt auch schon das Ziel. Was ich von der Strecke halten soll, weiß ich nicht so ganz. Ich hätte jetzt gesagt, 6 von 10 Punkten. Ich finde die Strecke okay, aber es gibt auf jeden Fall Besseres da draußen. So wie hoffentlich die nächste Strecke. Und zwar Rosalinas Eisplanet. Vom 3DS heißt, müsste ich kennen, Mario Kart 7 habe ich nämlich genauso gesuchtet. Da ist doch die Sternwarte aus Mario Galaxy. Und das Ganze bestreiten wir natürlich mit Diddy Kong. Und schaut mal da hinten, da bewegt sich schon ein Planet. Es gibt mir direkt Mario Galaxy Vibes. Ich habe ja Mario Galaxy dieses Jahr zum ersten Mal gespielt. Und zwar auf Twitch haben wir das gestreamt. Ich verlinke das mal oben auf dem i, da könnt ihr das abchecken. Und hier ist es ganz schön frostig, das erkenne ich doch direkt sofort. Und wir kriegen eine Banane, wunderbar. Ja, Mann, das hat sich gar nicht gelohnt jetzt. Komm, komm, komm. So wichtig, let's go. Ich habe immer so meine Probleme mit den grünen Panzern, die zu werfen. Aber es scheint ja gut zu funktionieren. Erste Runde schon hinter uns. No way, dass das so eine kurze Strecke ist, wusste ich nicht. Aber die ist mega cool. Wir gehen jetzt mal ins Wasser rein, das ist bestimmt auch schön. Ein paar Pinguine, ein bisschen Wasser. More or less jetzt aber nichts Besonderes. Shazam. Sind Diddy und Donkey eigentlich verwandt miteinander? Ich bin ultra der Donkey Kong-Fan, ich müsste das eigentlich wissen. Ich bin gerade selber ein bisschen von mir enttäuscht. Und können wir wieder aufs Eis drauf? Oh, ganz knapp nicht. Schade. Mit der Super-Duper-Hupe fühle ich mich doch gleich viel, viel besser hier. Aber wir fahren auch schon wieder auf die Zielgerade zu. Und ab ins Ziel. Die Strecke war auf jeden Fall kürzer. Das ist safe. Die Strecke war aber nicht schlecht. Aber weil sie kurz war, nur 7 von 10. Machen wir direkt weiter mit der nächsten. Und mit Bowsers Festung 3 starten wir wieder in ein zu episches Rennen. Und Shazam, da geht's direkt los. Wir fahren natürlich mit Pauline, ein weiterer neuer Charakter, der hinzugefügt wurde. Ich kenne die Strecke, glaube ich, nicht. Dennoch bin ich mir unsicher. Sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Natürlich Musik wieder 10 von 10. Castle-Mucke in Mario Kart immer zu wild. Oh, hier wird's ziemlich eng. Da kriegt man ja Platzangst, kriegt man hier. Hier geht's bis in die Treppen nach unten. Da werde ich natürlich nochmal vom Panzer getroffen. Junge, DK will's aber auch wissen, gell? Der hat Stress mit Pauline, ich sag's euch. Oh mein Gott, geh halt aus meinem Weg raus. Lol, wir sind schon in der zweiten Runde. Okay, wir haben wieder eine sehr kurze Strecke. Aber ich würde schon gerne da oben mal langfahren auf so einem, auf so einer Mauer hier. Wäre schon cool. Schaffe ich safe nicht, aber wäre cool. Zack, Seitwärtsdrehung über den Swamp noch einen Boost bekommen. Let's go, so muss das und nicht anders hier. Da will ich jetzt auch von jedem von euch mal ein Like sehen, ja? Ist ja wohl das Mindeste. Ach man, Guys. Ich bin wieder zu gehypt. Ich habe so Bock auf das letzte Level. Ich freue mich so, wenn Mario... Ich freue mich nicht, dass Mario Kart 8 endet. Ich freue mich aber, dass die Chance auf ein neues Mario Kart größer wird,
sobald der Booster-Streckenpass beendet ist. Ihr wisst, was ich meine. Oh, der war sehr sauber. Let's go. Einfach noch den mitgenommen. Du frisst mich safe nicht. Nein, 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 nein. What? Gar nichts kennt ihr mehr. Gar nichts kennt ihr mehr. Ich bin einfach der Krasseste. Ich dachte, es wäre vorbei. Ich dachte, wir wären Zweiter. Aber nicht mit mir. Nicht auf dieser 5 von 10 Strecke. Weil da bin ich der Meister. Kommen wir zum letzten Rennen des Mario Kart 8 Booster Streckenpass DLCs. Ich bin so gehypt, let's go! Der Regenbogen Boulevard der Wii. Oh damn, guys. Oh damn. Es sieht wieder zu epic aus. Und natürlich ist auch das hier an Mario Galaxy angelehnt. Wer hätte was anderes erwartet? Boah, die Straße glitzert ja ultimativ. What the hell? Wir haben da hinten auch die Rakete aus der Sternstaubgalaxie. Boah, ich kenne mich schon nicht raus. Da, ich glaube, das ist zumindest die. Ich bin mir total unsicher. So, komm, erstmal weg mit dir. Gar nichts kann er. Oh, boah, hier können wir springen. Sprung, Sprung. Und letzter Sprung. Sehr, sehr wichtig. Okay, mit Speed können wir hier sogar. Das sieht so episch aus. Ich will hier eigentlich gar nichts rausschneiden. Real Talk. Zu episch das Ganze hier. Haben wir abgekürzt? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Wir haben uns so komplett durch die Welt teleportiert. Oh, hier ist die Strecke echt sehr, sehr dünn. Und Jump mit Rückwärtsseilung. Let's go. Okay, wir ballern den vor uns ab. Tschüss, Inkling. Schmutz, weg mit dir. Okay, okay. Verändert sich die Strecke? Ich weiß nicht. Oder ist es... Ich glaube, die ist rundenbasiert. Ja, sieht zumindest so aus. Shazam, da wurden wir getroffen. Nicht so schön. Wieso werde ich von dem blauen Panzer? What the hell? Ich bin Zweiter. Hä? Schlechteste Strecke überhaupt. 0 von 10 Punkten. Was ein Scam einfach. Nee, geh weg, komm. Ich kann den damit nicht abwehren. Natürlich kann ich den damit nicht abwehren. Wäre ja auch cringe gewesen, wenn man das könnte. Und da falle ich schon wieder runter. Es geht los, wenn es losgeht. Und jetzt geht's los. Bumm, die explodiert jetzt ganz genau. Anders hätte ich es nicht erwartet. Zum Abschluss muss natürlich nochmal die größte Betrugskette Mario Kart 8 der Welt kommen. Ist ja, wer was anderes erwartet hat, Enttäuschung. Enttäuschung. Ja, also, dass wir Erster werden, weiß ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt wieder von dem... Ich möchte so Dinge kaputt machen. Junge, mein Monitor ist gleich so kaputt. Da fliegt gleich mein Kopf durch. Ich reiße ihn mir ab und schmeiße meinen Kopf durch den Monitor. What the hell ist das schon wieder? Was geht? Jawohl, Donkey Kong, das hast du so verdient, du kleiner blöder Affe. Ich mag dich erst wieder, wenn es ein neues Spiel von dir gibt. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir sind. Ich sehe genau das gleiche wie ihr. Irgend so ein Vollidiot verdeckt unten immer die Zahl. Ich weiß auch nicht, was mit dem Typen los ist. Das ist so ein Cheat hier. Safe. Es wird nochmal zu episch zum Schluss. Es wird zu episch. Jetzt, jetzt. Nein, nein. Ich werde mich jetzt auch. Nein, nein. Nein. Donkey Kong, du bist so tot. Oh mein Gott. Ich lösche meinen gesamten Tropical Freeze Spielstand. What the hell? Wir sind am Ende vom Mario Kart 8. Ich sag's jetzt nicht nochmal. Ihr habt alle verstanden, was jetzt endet. Es war eine epische Reise. Muss ich hier jetzt noch irgendwelche sentimentalen Worte raushauen? Ich bin sehr überzeugt. DLC für den Preis auf jeden Fall. Unten in der Videobeschreibung Instagaming abchecken, da kriegt ihr das Game. Die Strecke war auf jeden Fall eine 9 von 10. Safe, es ist die letzte Strecke, die Musik war episch, der Hype war real. Es war zu spannend bis zum Schluss. Ich habe trotzdem verloren, mega der Scam. Es war aber wunderschön. Ich kann jedem von euch ans Herz legen, spielt den Booster-Streckenpass. Es ist zu episch. Und da ist auch unser viel zu hässlicher Pokal. Ich finde diese Pokale, die so individuell waren, viel besser. Neues Fahrzeugteil, wir wissen Bescheid. Guys, wir sind am Ende. Das heißt, ihr lasst jetzt gefälligst hier ein Abo da. Und wenn ihr die anderen Strecken vom Booster-Streckenpass nicht gesehen habt, checkt ihr diese Playlist hier aus. Da sind nämlich alle Videos nochmal verlinkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute. Pschiu!